Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Runde Fortnite, ein Fall Guys. Wir spielen mal den normalen Modus. Dieser Rennmodus, der war ja ein bisschen Rotz. Da hat man wirklich die besten Spiele in die Hand gesetzt, finde ich. Einfach durch den Modus, man hätte es schön machen können. So eine Art Modus, ne? Alle rennen immer gleichzeitig los und am Ende wird einfach die Zeit gewertet. Also es gibt mehrere Etappen quasi und am Ende wird die Gesamtzahl von allen, also ne, es ist wieder rundenbasiert, ne, der erste braucht so lange, der zweite so lange und dann sagen wir, der Abstand ist eine Sekunde und im zweiten Rennen schafft es der zweite für einen Vorsprung von 5 Sekunden vom ersten ins Ziel. Dann führt der eine jetzt halt mit 4 Sekunden Vorsprung und im nächsten Rennen führt der andere mit 10 Sekunden, führt der andere jetzt dann mit 6 Sekunden und so weiter. Man hätte es so schön machen können, das hätte wäre ein richtig cooles Spielprinzip geworden. Aber nein. Man macht sowas. Uff. So, Türenlauf. Durch da. Ist jetzt noch ganz unspektakulär. Ah, verdammt. Falsch spekuliert, das war ein bisschen doof. Ja, wir kommen gut durch. Wir kommen gut durch. Lauf doch, du. Wenn mir diese Leute nicht laufen, das regt einen auch schon wieder auf. Wir sollten sicher weiterkommen. Ich würde, glaube ich, am Ende 20. sowas um den Dreh. Also genau das Mittelmaß. Oh, Schluck auf. Ja, ihr hört schon, ich war jetzt lange Zeit krank. Aber jetzt kommen hoffentlich ein bisschen regelmäßiger Videos. Ich versuche es zumindest. Ich habe natürlich auch nicht den ganzen Tag Zeit. Bahnenkampf. Oh, können wir nicht so einen Hühnerkampf mal machen? Oh, es gibt bestimmt irgendwo auf Steam Hühnerkampf-Simulator. Das finde ich lustig. Also ich muss wirklich sagen, Bahnkampf ist einer von den Laufspielen, die mir am wenigsten gefallen. Muss ich ehrlich so sagen. Aber gut, sei es drum. Am schnellsten war diese Speedrunde da. Wo du diese zwei Runden hattest. Aber jetzt haben wir, glaube ich, aus dem Programm genommen, aus irgendwelchem Grund. Warum auch immer. Ah, fuck. Ja, gut. Vierter Platz am Ende. Ja, ich denke, das geht doch. Ganz in Ordnung. Wir können ja uns nochmal nach. Das sieht ja lustig aus mit Matrose und Schottenrock. Viele No-Skins unterwegs oder Low-Skins, nennen wir es mal so. Bis zu 20%. Ich finde es immer noch lustig, dass der letzte von den besten 20% genau so viel kriegt wie der zweite. Das ist ja bei dem Spiel jetzt nicht, aber manche spielen ja ein riesengroßer Unterschied. Da kämpfst du mit einem vorne um die Spitze, der gewinnt. Und dann musst du 5 Minuten warten, bis du die 20% voll hast. Und dann kriegt man ja noch genauso viel. Naja, sei es. Als nächstes folgt. Es gibt aber ein paar richtig scheiß Spiele. Finde ich. Knallantis. Kommen wahrscheinlich von Dingens Atlantis. Das geht, glaube ich. Da muss man so Dinger, diese Knallteile da festhalten. Da und die anderen runterhauen. Das kann
kann richtig nervig sein oder einfach entspannt, chillig irgendwo in der Ecke sitzen. Ja, komm, die ganzen schon. Uff. Es ist so random. Ich wurde noch nicht mal von der scheiß Kugel weggeschlagen und bin einfach gegen das Teil da gelaufen. Er läuft auch gegen das Teil, es passiert nichts. Ach komm, es ist so eine Rotze, dieses scheiß Spiel. So kacke geworden. So dämlich, ohne Witz. Es ist so eine Rotze. Da fragt man sich echt, warum man dieses Scheißspiel überhaupt spielt. Ohne NES. Bin ich so behindert. Das war so random. Also ich habe ja nichts gemacht. Müsst ihr verstehen. Ich habe nichts gemacht. Bin einfach nur gegen das Teil gelaufen, wo sonst nichts passiert. Wo man ein bisschen weggestoßen wird. Aber sonst nichts. Und jetzt auf einmal das große Weghauen oder was? So eine Rotze. Hindernisrennen. Naja. Hey, Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way. Orbit Feinde ist so weit, was Homholz Open Slay. Hey, überwinde die Hindernisse und renne zum Ziel. Ja, es fängt klassisch an, dann kommt neues Spiel und alles wird sofort scheiße. Man kennt's. Von diversen Updates. Hey. So. Manchmal ist halt actually schneller, einfach unten lang zu gehen. Oder sagen wir so, nicht signifikant langsamer. Schönen Boost mitgegeben. Das freut uns auch immer. Ah, wir können sogar hier. Ah, schade. Was macht er denn da? Nur gut hier rum. Und dann holen wir uns sogar den ersten Platz hier. Sehr schön. Das ist doch ein vernünftiger Einstand. Es ist so ein Spiel, da kann es auch lange dauern. Aber ich kenne das, wenn man da irgendwie fest herhockt. Dann muss man versuchen, da irgendwie eine Brechstange zu durch. Ja, was er macht, ist mir auch nicht ganz klar. Aber wir holen uns erstmal eine Goldmedaille. Das ist doch auch schon was. Aber bevorzugen würde ich natürlich, dass wir auch im ganzen Rennen den ersten Platz holen. Oh, dieses Hindernis, dieses Spurenlauf. Also ich weiß nicht, ich hoffe, das kommt nicht, weil das ist so ätzend. Da hast du verschiedene Portale, wo du durch musst und eins ist halt nur richtig. Das eine setzt sich zurück und die anderen bleiben halt da, wo du bist. Das ist so nervig. Ja, Puzzlefahrt. Wenn man vom Teufel spricht, das kommt so häufig und ich finde das ganz lustig von der Idee her. Aber irgendwie passt es nicht ins Spielprinzip, finde ich. Ihr werdet es ja gleich kennenlernen. Ja, es ist ein sehr so ein Spiel, wo es schon Glück ist da doch. Das größte Haupt. So, dann schauen wir immer mal zurück. Der mit dem roten Helm, der kam zurück. Dann muss es außen sein. So, der orangene, der kommt nicht zurück. So, jetzt ist die Frage hier. Keiner will sich opfern. Okay,
Okay, der mit dem roten Helm, der kommt nicht zurück. Nee, der wird einfach nur zurückteleportiert. Weg da. Okay, das ist es nicht. Hier geht's auch zurück. Also das da ist es nicht. Der erste ist schon im Ziel. Gehen wir mal hier lang. Hä? Bin ich blöd? Hä? Ja, wirklich bin ich blöd? Schaut so aus. Bin ich des Wahnsinns? Das meine ich halt. Jetzt hocke ich hier die ganze Zeit fest. Das ist es nicht. Ah, oh, leck mich. Ja, nee, jetzt schafft man es halt auch nicht mehr. Wie gesagt, es ist halt so random. Ja. Das meine ich, ist halt so ein Rotzspiel. Man weiß ja auch nicht, was ich da gedacht habe. Es ist so eine ausgeschieden. Ja, wow, er hat einfach nicht Glück gehabt. Alter. Was sie da geritten hat, das frage ich mich auch. Es ist so lacher, finde ich das. So richtig dämlich. Aber gut, sei es drum. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Also nächste Runde hier gleich. So, es fängt wieder an mit dem Wolkenrennen. Ein Spiel, was ich nicht mag. Fängt ja gut an. Weil dieses Puzzle-Rennen, das ist so... Oh, da denkt man sich auch so, ja, ja. Nett. Nett, dass ihr mir das Spiel verzaubern müsst. So viele. Es gibt einfach gute Spiele. Richtig gute Spiele. Und dann gibt es halt diese vier Spiele, kann ich jetzt nicht alle sagen, die einfach das komplette Spielerlebnis versauen. Und Puzzle-Rennen ist eins von denen. Oder wie dieses Zeichnen da. Da muss man das zeichnen. Und coole Spiele kommen dann viel zu wenig dran. Das um die ganze Zeit dieses... Dreckige dran. Ja, habe ich ja alles getroffen. Es war jetzt auch komplett lost. Das auch. Oh, du, der kleine Boxer, der behindert mich noch. Drück doch drauf. Och Mann, ich spring rüber, er drückt drauf. Oh. So. Jetzt können wir uns hier hoch. Das verstehe ich auch nicht. Wie es da nicht hoch konnte. Nett. Naja, not the yellow from the egg. Ich glaube, ich mache mal einen kleinen Katz, vielleicht ein bisschen sinnvoller. Da sind wir. Ich habe jetzt gar nicht mitbekommen, ob wir noch die besten 20% haben. Ja, ein bisschen. Ich finde das so doof mit diesem Puzzle-Rennen.
Das ist der Grund, warum ich nie der Fall Guys spielen werde. Das ist das, bei jedem neuen, was dazu kommt, ist vielleicht, wenn es ganz gut läuft, ein richtig gutes Spiel, der Rest so mittelmäßig, und dann gibt es aber auch immer bei jedem neuen dieses eine Spiel, das so scheiße ist. Und das richtig gute Spiel, das wird dann auch weggenommen anscheinend. Also diese Rennbahn, gibt's ja Reifenrutsche, ist auch so genau, ist genauso schlimm. Weil da die ganze Zeit irgendein Honk von der Seite kommt und mich wegdrängt. Ausnahmslos, das geht die ganze Zeit so. Auch ein Rotzspiel. Es ist ein Spiel, was noch irgendwo Sinn macht. Wo man denkt, ja, da haben sie schon irgendwas bei gedacht. Und das passt, das Spiel. Und sagen wir, das Spiel kann ich einfach nicht. Keine Rotzspiele, aber das Spiel kann ich einfach nicht. Hier, das meine ich. Kommt da der Honk von der Seite? Schön durchsliden hier. Geh mir doch aus dem Weg. Ja, so schlimm. Das haben wir gut gemacht. Wenn es gut läuft, kommen wir sogar noch weiter. Mann, es ist so eine Scheiße, ohne Witz. Ey, so eine überaus dämliche Rotze, nee. Fickt euch alle. Okay. Ich verabschiede mich. Ich spiele nie wieder dieses Rotz von Spiel. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao, ciao.